Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, zu einem neuen Krypto-Video auf dem Kanal. Ausnahmsweise heute mal eine Fundamentalanalyse, keine technische Analyse, auch wenn der Chart hier hinten noch offen ist. Wir switchen jetzt gleich auf die Präsentation. Ich stelle euch heute vor, warum ich denn Waves in mein Projekt mit reingenommen habe, warum ich in Waves investiert habe und warum ich Waves eben in die 3K zu 30.000 Dollar Challenge mit eingenommen habe. Wir arbeiten fundamental die Analyse ab. Ich zeige euch, worauf ich fundamental achte, wenn ich Coins Long-Term kaufe, also Long-Term mindestens ein Jahr, auf was für Grundpfeiler ich achte und auf was ihr achten solltet und was ihr vermeiden solltet. Das gehen wir heute alles durch. Und wir starten auch direkt damit los. Davon noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe. Es würde mich mega freuen, wenn du auch reinjoinst. Den Link dazu findest du in den Kommentaren. Was genau macht Waves? Warum habe ich Waves ins Portfolio aufgenommen und warum bin ich so positiv gestimmt, was Waves betrifft? Wir schauen uns heute konkret, ziemlich simpel und auch kompakt an, was Waves für ein Produkt hat, was genau die Probleme lösen wollen, was für Vorteile Waves mit sich bringt und eben auch, was für Partner sie haben. Ich zeige euch konkret, wie man Coins fundamental analysiert, auf was man achten sollte. Und genau das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch und wir starten natürlich ganz am Anfang beim Produkt. Was konkret ist Waves? Waves ist im Prinzip ein Network-Token und die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen, glaube ich, dass ich generell ziemlich bullish bin auf alles, was in Richtung Network-Token geht, auch Ethereum und so weiter. EOS mag ich natürlich auch sehr gerne, aber warum konkret jetzt eben Waves? All das gehen wir jetzt in diesem Video eben Schritt für Schritt durch, warum ich auch bei Waves immer noch einen kleinen Vorteil sehe gegenüber Ethereum und warum eben bei Waves momentan für mich noch mehr Potenzial drin ist, schauen wir uns konkret an. Was ich bei Waves besonders gut finde, ist, dass wir nicht nur diesen Aspekt haben des Network-Tokens und eben nicht nur auf dieser Schiene sich fokussiert wird, wir haben mehrere Sachen, die eben Waves sozusagen als Produkt und auch als Dienstleistung anbietet. Wir haben allen voran die dezentralisierte Exchange und wir haben eine Multi-Currency Wallet, ähnlich wie Sie bei Tenex kennen. Die Multi-Currency Wallet funktioniert einwandfrei, kann als App runtergeladen werden und das sind eben schon zwei Sachen, die sich Waves für mich sozusagen als kleinen USP herausstellen, generell gesagt. Dezentralisierte Exchanges sind für mich irgendwie ein Punkt, wo ich immer noch sehr, sehr drauf bedacht bin, in solche Projekte zu investieren, da ich glaube, dass dezentralisierte Exchanges noch einen viel größeren Stellenwert erfahren werden, wie sie ihn jetzt haben. Weil momentan muss man einfach sagen, dass dezentralisierte Exchanges noch nicht so wahrgenommen werden, aber ich glaube, das Jahr 2018, 2019 vielleicht, wird in der Hinsicht noch einiges ändern. Wir haben bei Waves eben den Vorteil, dass wir eine extrem leichte Token-Erstellung haben. Ich habe das Ganze auch schon mal probiert, so einen Token zu erstellen. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Und wir haben bei Waves auch den Vorteil gegenüber zu IFA, dass wir eine Programmiersprache haben, die eben mit Java funktioniert oder an Java angelehnt ist und eben so um einiges einfacher ist als IFA. Und da ist immer auch so ein Punkt, wo ich immer sage, wenn man ein Produkt hat, wenn man das Produkt eben will, dass die Leute es verwenden, dass eben auch Firmen, Kooperationen auf das Produkt zurückgreifen, da muss man es so simpel wie möglich gestalten und so viel Eintrittsbarrieren wie möglich eben verhindern und vermeiden. Und genau das bei Waves ein Punkt, was mich eben schon wieder mehr positiv stimmt, gegenüber zu Ethereum, weil bei Ethereum die Programmiersprache, wie ihr wisst, ist um einiges komplizierter und bei Waves ist es eben so, dass man bereits eine Programmiersprache benutzt, die eben auch Firmen außerhalb der Blockchain sind und außerhalb der Kryptowelt benutzen, was für mich so ein kleiner Vorteil ist gegenüber Ethereum und was an dieser Stelle auch angesprochen werden muss. Wir gehen jetzt gleich zum Feld Problemlösungen und fangen hier direkt an. Wir haben ja die Konkurrenten mit zum Beispiel Neo und Eve und ich habe es da auch schon aufgeschrieben. Neo ist im Vergleich zu Waves viel teurer und Eva ist einfach schwierig und ich denke mir, wenn man eben die Möglichkeit hat, diese Eintrittsbarrieren zu vermeiden und diese Eintrittsbarrieren zu minimieren, dann werden sich Firmen außerhalb der Blockchain-Welt, die wirklich sagen, sie wollen einen Token erstellen, sie wollen dezentralisierte Apps erstellen, die werden nicht nach schwierigen Lösungen suchen, sondern werden im Endeffekt nach dem Produkt suchen, wo es am simpelsten geht. Und da sehe ich bei Waves eben einen großen Vorteil und eben auch den russischen Markt, den wir mit Waves haben, wo ich eben sehe, dass Waves da eben im osteuropäischen Bereich, in dem Bereich massiv ein Gamechanger werden kann im Vergleich zu Ethereum. Wir haben bei den anderen Blockchains, wie gesagt, Ethereum ist da immer so das Paradebeispiel, Skalierungsprobleme, auch wenn Vitalik jetzt sagt, dass wir eben 1 Million Transactions planen, nachdem Casper kommt und das Sharding erfolgt ist, da bin ich noch ziemlich, ja, pessimistisch, wenn das funktioniert, ist natürlich klasse, aber ihr wisst, CryptoKitties und so weiter, Ethereum hat massive Skalierungsprobleme. Und wenn die Skalierungsprobleme jetzt auch nicht bald in den Griff gebracht werden, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Ethereum immer diese Position beibehalten kann, die sie jetzt eben beibehalten. Wir haben zentralisierte Exchanges.
Das heißt, konkret ist es oft ein Problem und ist jetzt nicht auf die dezentralisierten Exchanges bezogen, sondern eben, dass wir bei den großen Exchanges, wenn man jetzt mal Binance weglässt, aber wie oft hört man denn bitte, wir haben diesen Hack, wir haben hier ein Problem mit den APIs, wir hatten sogar bei Binance mal das Problem, dass sich Leute mit den API-Keys einen Coin hochgepumpt haben, das war glaube ich damals ViaCoin, und generell haben wir Bitfinex, die mehr als dubios sind, wir haben keine Ahnung, wie viele Meldungen über Hacks die letzten Jahre, also ich glaube, das kann man gar nicht mehr in einer Hand abzählen, und das ist eben so ein Problem, wo ich eben sehe, dass zentralisierte Exchanges, vielleicht in Zukunft nicht mehr so den alleinigen Marktvorteil genießen und dass vor allem eben dezentralisierte Exchanges hier immer mehr in den Vordergrund rücken, gerade auch was das Thema betrifft, Interessenskonflikte, gerade bei Binance jetzt. Binance listet ja jetzt wirklich im Tagestakt fast zu sagen, also fast jeden Tag, jeden zweiten Tag neue Coins, und da hat man dann irgendwie auch irgendwie ein paar Interessenskonflikte, weil warum wird ein Coin jetzt gelistet? Kann das sein, dass die Leute besonders viel Geld zahlen oder dass es da irgendwie besondere Interessen gibt seitens Binance? Es gab mal eine Zeit bei Binance, wo wirklich fast gar kein Coin gelistet wurde und wirklich nur die Top-Coins, also es war mal wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal von Binance, dass wirklich nur die Top-Coins gelistet werden, und momentan ist das auch, ja, nicht mehr so wie früher. Was haben wir denn für Vorteile jetzt konkret mit Waves? Wie schon gesagt, der massivste Vorteil für mich und eben auch mit Bezug der leichteren Programmiersprache, die an Java angelehnt ist, ist es einfach extrem, extrem simpel, um Tokens zu launchen. Ihr könnt das Ganze mal selber probieren. Es dauert, glaube ich, keine 5 Minuten, so einen Token zu launchen. Das ist für mich immer so eine Eintrittsbarriere, die vermieden wird, weil die Blockchain-World, die Crypto-World, wie ich es eben schon gesagt habe, ist eben für Einsteiger und gerade für Leute außerhalb der Szene extrem komplex. Also es ist schon schwierig, dass man überhaupt die Blockchain versteht, dass man versteht, was Waves überhaupt macht, und sich dann noch damit auseinanderzusetzen, konkret Programmierer einzustellen und Developer, ihr müsst euch vorstellen, außenstehende Firmen haben jetzt auch kein Personal, das auf Blockchain geschult ist, ist nochmal um einiges schwieriger als eben bereits Plattformen zu nutzen wie Waves, die einem das Ganze eben massiv erleichtern. Wir haben schnelle Transaktionen, die Waves hat, und wir haben extrem niedrige Exchange Fees. Da sind wir wieder beim Punkt von dezentralen Exchanges. Wir haben einfach den Vorteil bei dezentralen Exchanges, dass die Fees gleich null sind fast. Bei Binance sind die Fees mittlerweile auch schon ziemlich hoch, muss ich sagen, auch wenn man immer den Vorteil hat mit den BNBs. Ich denke, je größer die Positionen werden, desto mehr Leute werden wirklich schauen, dass wir auf dezentrale Exchanges switchen, und da wird Waves dann eben eine Nummer 1 Anlaufstelle werden, und das ist auch für mich der Grund, neben der Multi-Currency Wallet und neben diesem Network-Token, wo man immer extrem simpel diese Tokens erstellen kann und extrem simpel diese dezentralen Applikationen, warum ich eben Waves in mein Portfolio mit aufgenommen habe. Und was wir bei den dezentralisierten Exchanges noch haben, ist ja hier konkret bei der Waves Exchange, die Coins bleiben auf dem Multi-Currency-Wallet. Wir haben jetzt nicht diesen Fraud-Alarm, diesen Betrugsalarm wie bei allen anderen Exchanges, wo wirklich massive Sicherheitslücken entstehen und wo wirklich jede Woche was passiert. Hier haben wir wirklich eine Exchange, die wirklich alles besser macht und deswegen eben auch ein Riesenvorteil ist, was Waves betrifft. Partner. Partner habe ich jetzt ein paar aufgeschrieben. Ich habe natürlich nicht alle aufgeschrieben, weil die meisten Coins immer 100 Partner angeben, aber ich habe mir wirklich die interessantesten Partner rausgesucht, und zu den Partnern werde ich eben kurz was sagen. Also Gazprom Punk ist, glaube ich, jedem bekannt. Gazprom Sponsor, ehemaliger Sponsor von Schalke 04. Die haben auch eine Bank, wobei sie mittlerweile einen Großteil der Anteile verkauft haben. Es ist eine der größten Banken in Russland und für mich dementsprechend auch ein sehr großer und erwähnenswerter Partner. Wir haben Burger King, und das werden jetzt vielleicht viele belächeln, aber wir hatten letztes Jahr bei Burger King sozusagen wirklich die erste Real-Life-Anwendung eines Krypto-Tokens, außerhalb jetzt von Bitcoin, der hier und da akzeptiert wird. Bei Burger King konnte man wirklich mit einem auf der Waves-Plattform eigenen Token bezahlen, und man bekam auch Rewards, das heißt, wenn man einen Whopper gekauft hatte, bekam man Rewards in Form eines Burger King Tokens, und man konnte eben auch den Whopper in Russland mit diesem Token kaufen, also konkret sozusagen in Russland, nicht mal, dass man jetzt dachte weltweit, okay, in Deutschland ging das nicht, aber in Russland war das möglich und zeigt auch schon, dass wir Real-Life-Applikationen hatten, und das ist auch immer so ein Punkt, wo ich konkret drauf schaue, und wie gesagt, Russland ist ein extrem großer Markt, Osteuropa generell, und da ist Waves wirklich sehr, sehr stark. Also Waves ist komplett in Russland fokussiert, ist ja auch bei den Partnern, und Russland ist wirklich ein großer Markt, der bedient wird, und da ist eben Wave für mich so, was dezentrale Exchanges betrifft oder auch Network Tokens, die Nummer 1. Und das ist auch immer so ein Markt, wo ich drauf schaue. Osteuropa, großer Markt, wie wird der bedient, und Waves ist da eben die Nummer 1, was das betrifft. Und dann haben wir noch einen Partner, wo ich ein Rufezeichen hintergeschrieben habe, Deloitte. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch interessiert für Consulting, aber Deloitte
ist so ziemlich mit McKinsey einer der größten Consulting-Firmen weltweit und das ist für mich auch schon ein sehr, sehr, sehr guter Partner, weil da eben Zusammenarbeit mit Deloitte international viel weitergetrieben wird. Deloitte ist auch ein großer Auditor und in der Hinsicht hat man da wirklich einen sehr großen Partner langgezogen. Deloitte wirklich ein AAA-Partner. Konkret gilt es noch zu sagen, wir haben jetzt eine Roadmap für 2018, wo wir eben konkret planen, 2018, 2019 oder Waves eben plant, Smart Contracts auch zu implementieren. Sprich, wenn die Smart Contracts nachziehen, erwarte ich mir nochmal einen ordentlichen Push von Waves nach oben. Und das sind eben mehrere Punkte, warum ich mich eben entschieden habe, Waves ins Portfolio mitzunehmen. Wir hatten erstens mal den großen osteuropäischen Markt, den sie bedienen. Ich habe zweitens einen großen Vorteil bei Waves gesehen, dass es sie wirklich schon seit 2016 gibt. Das ist wirklich sehr lange für die Kryptowelt. Es war jetzt kein Token, der Ende 2017 aus dem Nichts entstanden ist. Wir haben ein solides Fundament. Wir haben 70 Mitarbeiter. Wir haben eine gut strukturierte Firma. Wir haben ein gut strukturiertes Unternehmen mit eben den gängigen Abteilungen. Wir haben Unternehmensstrukturen und nicht so ein klassisches, ja, 0815 Startup, wie die meisten Altcoins sind, die nicht mal irgendwie eine gute Unternehmensstruktur haben, muss man einfach so sagen. Waves ist in der Hinsicht schon weit voraus und Waves hat auch einige Sachen, die schon in Real Life funktionieren, unter anderem mit dem Merging Token. Wir haben eine Plattform, die funktioniert, wir haben eine Exchange, die funktioniert, wir haben eine Multi-Currency Wallet, die funktioniert und wir haben auch bald Smart Contracts. Das ist konkret der Grund, warum ich in Waves investiere und das wollte ich euch kurz mal erläutern. Wir haben jetzt auch einen extrem guten Einstiegspreis bei knapp unter 5 Dollar. Ich werde auch in Zukunft mehr TAs machen zu den Coins, die ich im 3K zu 30.000 Dollar Portfolio habe und ihr seht einfach, dass bei Waves Substanz vorhanden ist und das ist für mich ein Pick ist für das Jahr 2018. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Fundamentalanalysen haltet und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, das nächste Video mache ich OneChain oder ElectraCoin. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr vorher sehen wollt, dann werde ich mich daran richten und bis dahin, euer Technical Crypto.